Richtung Wohnhäuser am Schwarzmarkt. Oh. Sind Wohnhäuser, ich bin verunfallt, ist jetzt an dem großen Würfel vorbei. Kein Sichtkontakt mehr. Einer zwei fährt ebenfalls an. Einer für ebenso. Bin angetroffen, kein aktives Schussgefecht mehr. Boah, danke schön. Alles gut bei Ihnen, ja, der Herr? Ja, nicht. So ein goldenes Auto war das. Der ist weggefahren, der hat geschossen. Goldenes Auto. Also ich meine, ein Kollege von euch ist schon hinterhergefahren, oder? Genau. Ja, ja. Okay. Kennzeichen oder so haben sie nicht, ne? Nee, der ist so schnell abgehauen. Das Haupteingang, richtig? Richtig. Nicht ins Fahrzeug steigen, der Herr. Nicht ins Fahrzeug steigen. Was passiert hier? Der Herr Sensei auf der Rückbank. Der Herr flüchtet hinten runter die Treppen. Den würde ich gerne jetzt mal sprechen. Der wird nämlich gesucht und den kenne ich nicht. Okay. Ich fahre alten Haupteingang. Na, ich bleib mal bei Sepp. Mensch, wilde Getaser an. TV ist schlafen gegangen. Also ich brauche polizeiliche Maßnahmen. Bleib nochmal stehen, okay, der hinten sitzt. Das ist der gesuchte Paco Sensei. Oh, es nervt langsam. Sollen wir es mal aufmachen? Gucken wir mal, was drin ist. Eigentlich wieder richtiger Much kriege ich. Sultan, aber 5 Stück von. Ja, genau. Autos. Und was wird so eine scheiß Maske? Oder, pass auf, Metallschrott. Anstatt hier. Guck, was habe ich gesagt? Ich glaube, ich muss mal meinen Wegedöner von gestern nochmal auspacken. Was? Und von der Beifahrerseite auch noch. Ne, der hat gesagt, wir können überall Türen aufmachen, das stimmt doch. Ja, das stimmt tatsächlich. Das ist so gottlos. Funkcheck. Einer, der es witzig findet, überall die Türen aufzumachen, bitte einmal funken. So, rein da. Rein da und triggern zu 5. Hey, Johanna! Jo, können wir den da weghauen, der da steht? Der ist ja jetzt in der Zone. Dass von der Seite keiner reinschießen kann. Wenn noch Barrikaden übrig hat an der Südseite, stellt man auch Barrikaden auf, damit wir hier eine Linie haben. Ja, sehr gern. Funk mal bitte seinen Leute. Ja, weil wenn der einer angefangen kommt, der in keiner Gang ist und dann gleich wieder wegfahrt, müssen ja nicht alle drauf schießen. Ne? Ja klar, ja, ich sag Bescheid. Dankeschön. Ja. Kannst du mal durchfunken, dass bei euch, dass die nicht unnötig Munition verballern? Ja, nicht, dass sie. Ja, dankeschön. Die nutzen Heavies? Ja, positiv. Ja, sehr gut. Dann. Vorsicht, von links hinten zu Stein. Wo ist der Pappkamerad? Oh ja, genau. Ja, komm. Du Bäume. Ah, mit einer Schrot wäre es jetzt geiler auf nähere Distanzen. Aber ist halt so.
Und ganz interessant, wie der mich getroffen hat. Wow! Ja, genau, Alter. Ich war aber auch sowas von schlecht, ey. Ist so, dann einmal bitte aussteigen. Ich will erstmal meinen Beschuss wissen, wissen Sie? Bitte was? Ich finde es immer ein bisschen komisch. Ich will immer erstmal einen Beschuss finden, weil ich wurde letztens vor ein paar Cops angehalten und ich weiß nicht, ob die richtig waren. Einmal bitte aussteigen. So, der Herr. Dann bräuchte ich einmal bitte Ihren Reisepass. Natürlich. Herr Haruno. Ja. Aha. So, können Sie sich denken, warum wir sie angehalten haben? Weil ich vielleicht ein bisschen schnell hier runtergefahren bin, weil mein Auto geklemmt hat. Also das hatte so einen Systemfehler. Deswegen wollte ich hier ganz runter zu meiner Werkstatt des Vertrauens, das ist in der Nähe beim PI. Und so, weil da mein Fahrzeug halt klemmt und so. Ich hatte auch schon Abschleppdienst geholt und so, aber das hat nicht so geklappt mit dem Befestigen des Autos. Da ist ziemlich blöd, das zu befestigen. Und da musste ich das selber runterfahren und da macht das manchmal so Systemstörungen. Ich zeige es mir auch an. Sie können mal selber reinsetzen. Alles gut, Herr Rune, ich glaube, Sie drehen sich noch einmal um, durchsuche ich Sie noch. Jo. Wunderbar, Herr Runo. Dann fahren Sie, wir belassen es jetzt mal bei einer Verwarnung. Dann fahren Sie zum Auto aus und lassen Sie Ihr Problem da reparieren, ja? Jo, dann alles klar. Ihnen auch noch einen schönen Tag. Tschüss. Jo, tschüss. Eine kleine Frage, wie ist Ihr Beifahrer? Wie alt ist dein Kopf? Kann Ihr Beifahrer mal reden? Nein, das war's. Nein, kann ich nicht. So, jetzt gucken wir uns mal an. So, gucken wir mal. Guten Tag. Hallo, hallo. Oh, und wie geht's dir so? Gut. Freut mich. Wollt ihr noch was kaputt machen? Wo ist denn das Zeug? Weiß nicht, ich kann die kaputt machen. Ach, jetzt sehe ich das jetzt, was ist denn hier los? Ach, jetzt, ich hatte nur Augen für Maria. Ich hab's auch nicht. Ich mach's, warte, ich muss eine Hausaufgabe annehmen. Darum ging's mir, ja. Den Zusammenhalt stärken. Dann viel Spaß. Ja, danke. Wunderbar, vielen Dank. Mit dem E-Roller auf dem Highway. Jugend von heute. Jugend von heute. So. Moin moin. Ich telefoniere kurz, Föhner. Achso. Steig aus. Ja. Prospektor, hören Sie mich? Die Leadership oder halt Führung und SAP selbst ausstellen, gell? Alles bis 2 Wanted darf man selber ausstellen. Alles ab 3 Wanted müssen wir zugerufen werden, weil wir Hochverrat dann ausstellen. Weil ich habe das auch bei Street gesehen. Also. Hallihallöchen. Hallo, telefonieren Sie gerade? Nein. Achso, okay, gut. Herr Ittrich hat was für Sie. Geht um eine Beschwerde von einem. Oh. Ja, von einem Kopf. Oh, ja. Ich habe gedacht, das ist irgendwas Interessantes. Und Blumen hat er, glaube ich, mitgebracht.